Die Legende der Cat Widow, Katzenwitwe. Kapitel 6. Helen Road. Really going to do it, aren't we? Yes, Mitzi. You will finally get your closure. Maybe I will get mine too. Did you take that map with you? Yes. We can always refer to it if we get lost. I've lived in this building for many years. I won't get lost, Mitzi. But it'd be a good idea to cross people off. Once we're sure it's not them, it might give us a clearer picture of how far we've got. Okay. Good luck, Mrs. A. Mitzi. Are you sure you're feeling up to it? I've lived in this building for many years. I won't get lost, Mitzi. No. I'm good. Never felt better, Mrs. A. Du hast jetzt das Mitai-Symbol in deinem Inventar. Du kannst Mitzis Fähigkeiten nutzen, um Schlösser zu knacken und nach Hilfe zu fragen, wenn du festhängst oder so. Wenn du festhängst, okay. Was heißt denn ihre Fähigkeiten? Ja, erstmal willkommen zurück im nächsten Part. Musst du wieder zwischenzeitlich den Cut machen, weil wir ja jetzt im neuen Kapitel sind. Sehr schön. Ich bin total beruhigt immer noch, dass es Mitzi gut geht, weil die beiden... Ich finde, die beiden sind ein echt gutes Team eigentlich. Die haben beide richtig ihre Scheiße durchgemacht und können sich gegenseitig einfach damit unterstützen, dass sie beide nicht mehr alleine sind und beide sich wahrscheinlich ihr Leben anders vorgestellt haben. So, wir gehen jetzt erstmal in die erste Etage, würde ich sagen. Warum nicht? Gucken mal, was wir da so finden. Wir haben ja auch noch unseren Plan. Ich weiß gar nicht, wo wir als erstes hingehen sollten. Ach, guck mal, hier. Sofa. Untersuche. Die Katzen werden davon angezogen. Aber warum? Nur ein altes Sofa. Die Morrisons haben es hier gelassen, als sie auszogen. Da sind ein paar Nähte drauf und sie sehen frisch aus. Wurde es vor kurzem gepflegt? Vielleicht kann man das ja mit einem Messer oder so noch aufschlitzen und gucken, ob da was drin ist. Von Wohnung 1 tut uns leid, dass wir den Flur zumüllen. Die Entrüppelungsfirma wurde angerufen und sie werden das Sofa und die Stühle bald abholen. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten, aber wir sind uns sicher, Sie können es mit diesen paar Dingen noch etwas länger aushalten, so wie wir es mit Ihrem Hund all diese Jahre ausgehalten haben, die Morrisons. Ja, okay, aber warum die Katzen? Also irgendwas scheint da versteckt zu sein. Wir können ja mal ein bisschen lauschen hier bei denen. Wohl, bevor ich das mache, will ich wissen... Schau die Karte an, genau. Wir sind jetzt hier im ersten Stockwerk. Und da ist eigentlich eine leere Wohnung mit dem ganzen Kram. Mal gucken, ob da überhaupt jemand drin wohnt. Beliebige Taste drücken zum Schließen, okay. Entschuldigung, ich musste mich mal eben um meine Katze kümmern. Dann lauschen wir mal, weil ich will jetzt auch wissen, ob da jemand ist. Nur Stille. Eigentlich soll die Wohnung ja leer sein. Wir klopfen mal. Na? Niemand zu Hause. Mhm. Können wir die dann öffnen? Abgeschlossen, okay. Mehr können wir nicht machen. Die Morrisons haben hier gelebt, sie sind vor kurzem ausgezogen. Na gut, dann können wir hier gerade nichts machen. Merkwürdig aber, dass die Katzen hier sind. Dann hätten wir hier noch eine Heizung.
untersuchen. Diese Heizungen sind einige der wenigen Überbleibsel von früher. Die meisten wurden abmontiert. Die, die noch da sind, funktionieren schon seit Jahren nicht mehr. So, und dann haben wir halt hier so die Karte mit dem Hund, ne? Also, wir wissen nur, dass da jemand wohnt mit einem Hund. So, dann untersuchen wir mal. Hier lebt eine mürrische alte Frau mit ihrem hässlichen Hund. Ich hasse Hunde. Wir hören mal zu. Können wir da vielleicht jetzt mal klopfen? Kommt dann jemand raus? Schnacken die jetzt dann einfach mit denen? Müsste ja jetzt eigentlich jemand kommen. Okay. Keiner macht auf, das ist auch merkwürdig. Dann gehen wir mal erstmal zurück in die zweite Etage. So. Dann haben wir hier bei Nummer Haus 3. Wen haben wir denn hier? Das ist ein Pärchen. Okay, und daneben sind Susan und Mitzi. Dann gucken wir doch mal bei unseren Nachbarn. Wir untersuchen mal. Hier lebt Joey Davis mit seiner Frau. Ich habe ihn aber eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Vielleicht sind sie im Urlaub. Wir hören mal zu. Ich glaube, ich habe etwas gehört. Was? Oh. Shit. Nochmal. Ich habe was gehört. Nein, war wohl nur meine Einbildung. Wenn sie meint, das ist eine Einbildung, dann klopfen wir doch mal. Ich glaube, sie sind nicht da. Das ist gut. Ich mochte sie nie sehr. Ja, aber warum ist das gut? Können wir die öffnen? Abgeschlossen, okay. Zu uns brauchen wir ja nicht gehen. Dann gehen wir jetzt mal in die dritte Etage, zu Raum 5 und 6. Irgendwann wird ja wohl auch mal jemand aufmachen. Und ja, ich bin echt gespannt, ob wir hier so Mitzis Mördertypen finden werden. Wir sind ja auch noch nie hier in diesem ganzen Haus gewesen. Finde es echt spannend. Fahrrad untersuchen. Da Brian kein Auto besitzt, fährt er jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er ist nicht nur sein ganzer Stolz, sondern auch sein einziges Transportmittel. Ich wette, er wäre bitter enttäuscht, wenn ihm etwas zustöße. Warum können wir das treten und... Ach, das ist ja der Agro-Nachbar, ne? Wir hören mal zu. Ich höre drin jemand laufen. Brian ist auf jeden Fall da. Okay. Ich will aber gerade noch nicht zu diesem Brian. Ich will mal erstmal gucken... Lumpen. Was wir noch so untersuche. Würde hier draußen zum Trockenaufgang vor langer Zeit. Das leihe ich mir mal. Warum nicht? Nehmen wir den Lumpen mal mit. Vielleicht brauchen wir den noch. Tür. So, wer... Moment, wir müssen erstmal wieder wissen, wer hier wohnt. Das wäre denn der alte Mann. Okay, darüber dann der Typ mit der Pistole und daneben die Baby-Leute. Okay. Der alte Mann. Wir hören mal zu. Ich glaube, ich habe jemanden husten gehört. Er ist zu Hause. Gut. Hier lebt ein alter Mann. Ich glaube, es dauert nicht mehr lange und er kommt ins Heim. Aber momentan scheint er unabhängig genug, um alleine einzukaufen, sauber zu machen. Manchmal sehe ich ihn im Flur. Höflicher Typ, sagt immer Hallo und lächelt. Dennoch stimmt mit ihm irgendwas nicht. Vielleicht ein frühes Stadium von Demenz? Wir klopfen mal. Would you like to talk to him? Sure. I'll pretend I'm doing one of those customer surveys. Old people usually have time to answer lots of stupid questions. They just want some attention, Mitzi. Hello there, sir. If you could spare us just a few minutes of your time, we'd like to ask some questions about your internet service provider. I'm not interested. I don't have any money. Go bother someone else. Oh. But we're not trying to sell anything. It's just a little survey. What? Wait a second.
I can't hear what you're saying, sweetie. Let me get my hearing aid. You think he'll be back with a shotgun? Don't be silly. This isn't America. I thought I heard someone. What did you want? Haben Sie einen Computer mit Internetverbindung? Leben Sie alleine? Do you live alone? When you're an old man like me, you end up watching all your friends and family die. I'll be 85 this year, but I can still cook my dinner and I make my bed every morning all by myself. So, you do live alone then? Look, young lady, I don't need any help. I've told them already. I can manage just fine. I can still cook my dinner, and I make my bed every morning all by myself. And not that it's any of your business, but when I die, I'll die in my own home, in my own bed. I'm honestly not trying to take that away from you. We're just here to ask about... I will not have anyone washing me or dressing okay, me yeah. or feeding me. Yeah, wir haben's kapiert. I can manage. I've done it all my life, and it'll stay this way. I can still cook my bed and I make my dinner every morning all by myself. Alter, haben Sie einen Computer mit Internetverbindung? Ich wollte nicht neugierig sein. Bitte akzeptieren Sie... Ja, das versteht er nicht. Haben Sie einen Computer mit Internetverbindung? Do you own a computer connected to the internet? Say again? Right. Okay. Do you... I can't hear you very well, dear. You'll have to speak up. I'm an old man, you know. I'll be 85 this year. Haben Sie einen Computer? Do you have a computer? There's no need to shout. Das war so I've klar. Got my hearing aids. I can hear what you're saying. Sorry. A young, pretty lady like yourself wouldn't understand about old age. We live in two different worlds, dear. And if you're here to make fun of me, why won't you just go ahead and be done with it? No, with all respect, I just wanted to ask if you by any chance own a computer. Pardon? A computer! Wait a second, dear. I think I need to change the batteries in my hearing aid. I must have forgotten to switch them off last night. I'll be right back. No, wait! Oh je, Mini, ey, was das für ein Typ? Jesus. I don't think I've got enough patience for this, Mrs. A. To be honest, the chances that he's our guy are pretty slim. I think we should go. Yeah, this is pointless. Even if he did have a computer, he probably wouldn't even remember how to switch it on. Let's say goodbye quickly and try to look elsewhere. Klar kann der einen auch verarschen, ne? Can I help aber, you? Naja. Not really. We were just going. What? I don't want to buy anything. I told you before, I'm not interested. I don't have any money. Go bother someone else. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Wir gehen jetzt. Ich wollte nicht neugierig sein. Ja, wir gehen jetzt. Sorry to have bothered you, sir. We'll go now. I'll see you later, ladies. Next time I'll do the talking, yeah? He's tough. Wouldn't answer a single question. But he can't possibly be an internet whiz. Yep, he's just a lonely old man. Let's cross him off the list. Ja, nicht, dass sie jemanden streichen, der irgendwas Falsches vorgibt und dann hinterher, ich meine, jemand kann sich auch gut verkaufen. Deswegen war natürlich in so einem Spieß mein erster Gedanke natürlich auch immer, dass die Leute vielleicht nur so tun, lügen, sich verstellen. Manche Menschen profitieren ja auch vielleicht davon, wenn sie dann so tun, als wären sie so alt und gebrechlich und dann kauft man denen das ab und ja, in Wirklichkeit, ich meine, ist ja auch nur ein Mensch. Aber wir gehen mal von der Wahrheit aus, dass es ein armer alter Mann ist in dem Sinne und reden wir mal mit Agro Boy. Komm, wir reden mal mit Agro Boy.
Nein, ich will nicht mit ihm reden. Es muss einen anderen Weg geben, reinzukommen, zu überprüfen, ob er derjenige ist, den wir suchen. Ich würde ihm wirklich gerne eine Lektion erteilen, ihm zeigen, dass er sich mit mir nicht anlegen sollte. Okay, also deswegen sollen wir das Pedal finden. Das kann man nicht von Hand machen. Ich brauche das richtige Werkzeug, um es abzumachen. Okay. Nee, das Fahrrad treten tue ich jetzt mal nicht. Dann gehen wir mal in die vierte Etage. Machen wir mal da oben weiter. Es macht irgendwie Bock hier, durch das Haus zu laufen und die Wohnung jetzt zu untersuchen. So ein bisschen Detective-Arbeit gerade. Vor allem das erste Mal, dass es beiden gerade eigentlich relativ gut geht. Das finde ich gut. Kinderwagen untersuchen. Ihn nur anzusehen tut schon weh. Ja, das kann ich verstehen. So, dann hören wir mal hin. Das ist die Baby-Wohnung. Okay, dann klopfen wir mal. Oder? Ja, doch. What's wrong? I really don't feel that comfortable around babies, you know? Yeah, I can imagine. I talked to her, but I'm not quite sure how to approach this. I'm hardly an expert on babies myself. If only we had some good reason to talk to this woman. What do you mean? Something like, I don't know, something to talk about. We can't just knock on her door and talk about the weather. Let's go somewhere else then. We can always come back here later. All right. Okay. Also dann doch jetzt erstmal nicht das. Was ist jetzt mit Mizis Fähigkeiten? Reden mit, knackt das Schloss. Ach, wir können das Schloss knacken. Das ist damit gemeint. Okay, gut. Und wenn wir nochmal, nee. Gut, dann, nee, dann nicht. Aber dann können wir nochmal nach unten gehen und es unten mit dieser Tür versuchen, die nicht aufging. Weil die könnte ja das Schloss dann knacken. Das wäre ja, was ist denn mit hier mit dem Kabel? Cable versuchen. Die Kabel hängen durch. Ich glaube nicht, dass das sehr sicher ist. Oh, darüber könnte man doch mit der reden. So von wegen, ja, wir wollen die Kabel sicher machen wegen dem Baby. Wenn ich sie rausziehen könnte, würde ich den Strom in beiden Wohnungen kappen. Leider sind sie zu fest an Zähler montiert. Aha. Stromzähler, untersuche. Stromzähler für beide Wohnungen. Das können wir dann ausschalten. Untersuche. Hier wohnt ein junger Kerl. Ich glaube, er heißt Jesse. Er macht scheinbar viel Lärm. Wir hören mal zu. Erstmal wieder. Der Typ hört Musik. Und das ist ja auch der Knarrentyp. Ist das der Knarrentyp? Ja, das müsste der Knarrentyp sein. Mhm. Wir klopfen mal. Ja, aber über was wollen die denn jetzt reden? Warum reagiert er nicht aufs Klopfen? Ist er taub? Wenn wir das nochmal machen. Ich meine, der Typ könnte das ja sein mit seinen Waffen, ne? Sollen wir jetzt den Stromzähler einfach mal ausschalten? Kabel ziehen. Bis sie rausziehen können, wie ich den Strom in beiden Wohnungen kappen. Na, dann mach doch mal. Ha? Kinderwagen. Oh oh, was passiert jetzt? Ach, da ist er ja. It's just a tripped fuse, don't worry. I'll just flip this switch and we're back on. Jesse, can we talk to you for a second? Sure, sure, but not right now. I'm right in the middle of something. Mhm. Boah, was ist denn das für ein Typ? Voll unhöflich irgendwie. Ich glaube, da müssen wir uns noch mehr einfallen lassen anscheinend. Können wir vielleicht mit ihr über ihn reden? Natürlich gehen wir nicht ohne guten Grund ein. Ich bin mir sicher, wir werden schon einen finden. Okay. Gut, dann versuche ich das jetzt mal mit den Fähigkeiten. Ja, versuchen wir es doch einfach mal mit den Fähigkeiten. Aber ich glaube, das war in der ersten Etage und ich bin jetzt ins Erdgeschoss gegangen. Aber vielleicht, ich war ja noch nicht... Ach, guck mal, wen haben wir denn hier?
Hi, die Dog Lady. Ach so, schau an. Sie lebt in Wohnung 2 mit ihrer widerlichen Promenadenmischung. Ich weiß nicht mehr, wie sie wirklich heißt. Ich habe sie immer nur die Dog Lady Hundefrau genannt. Natürlich sind wir nicht die besten Freunde, aber wir tun normalerweise unser Bestes, nicht zu zeigen. Dann reden wir mal mit ihr. Hello. You live on the first floor, am I right? Yes, that's correct. Flat 2. And you're Susan Ashworth, I presume. I've been meaning to talk to you, actually. Really? Is something wrong? Well, it's those cats. I understand you're trying to do a good thing, but it's become unbearable lately. This can't be sanitary for people living here. And I'm sure it's not allowed by the council either. Stören Sie die Katzen? Schauen Sie, es sind nicht meine Katzen. Stören Sie die Katzen? Are the cats bothering you? Yes, they are, actually. They usually stay outside anyway. I bet you hardly ever see them. I see them all the time, actually. Ever since the Morrisons from Flat 1 moved out last month, your cats seem to reside permanently on my floor. And that sofa, my God! They're always gathered round it like it's their shrine. It was Morrison's responsibility to dispose of it, but they just left it there. And a whole load of other rubbish, too. Okay, that's not my fault, really, is it? But you encourage cats to come here. You feed them. Everyone knows that. Every time I take William for a walk, he gets upset and tries to chase them away. Haben Sie gesagt, Sie schlafen auf dem alten Sofa? Where's William? Who's William? William is my dog, of course. He's 12 years old, you know. He shouldn't be running after cats at his age. Haben Sie gesagt, Sie schlafen auf dem alten Sofa? Mir ist gerade ein gruseliger Gedanke gekommen, dass da noch was Makabereres im Sofa vielleicht versteckt sein könnte. Und deswegen die Katzen sich darum scharen oder so. Ekliger Gedanke, weil die Katzen ja jetzt auch jemanden getötet haben und den gefressen haben. Did you say they sleep on the old sofa? I didn't say they sleep. Have you not listened to me? I'm beginning to wonder if they ever sleep, actually. They just keep climbing up and down the wretched thing. They're noisy. They leave germs all over the place. They've scratched upholstery and the paintwork. And William keeps chasing them. He's so quick, I can't hold him most of the time. What if he runs off and gets lost? I'm telling you, we've never had such problems before you decided to bring here these homeless devils. Schauen Sie, es sind nicht meine Katzen. Ja, das weiß sie ja eigentlich schon. Ich sag's mal gucken, was sie sagt. Look, they're not my cats. You're Susan Ashworth, the cat lady. We all know what you do. Everyone's sick of those cats, and I am too. Brian said he will get in touch with animal control if things don't improve. Der nette Kammerjäger. He already did. Mm. Really? Well, I certainly don't see any improvement on first floor. It's still completely overrun by these filthy creatures. He'll have to talk to them again. I hear they've run out of business recently. Then he'll have to find another one. This is just not good enough. Tja, ich muss jetzt gehen. Wir sehen uns. I have to go now. See you later. Oh. Das lief ja nicht so prickelnd, aber theoretisch könnten die beiden ja die Dog Lady von der Liste streichen. Vielleicht können wir ja mal kurz mit Mitzi reden. So, what next? If only we could get rid of that woman and her dog. Wieso? Was ist denn hier los? Da ist ein Schrank, untersuchen. Sieht schwer aus. Ich glaube, das sollte ein Lagerplatz für Putzprodukte, Vasen und Werbebriefe sein. Die schon so lange wie ich in diesem Haus wohnen, wissen, dass dahinter eigentlich eine Tür zum Keller ist. Keiner geht mehr darunter, es ist scheinbar nicht sicher. Aha, Suche. Nichts Nützliches drin, nur stapelweise Broschüren. Drücken. Ich könnte diesen Schrank wegschieben, aber ich will dabei nicht gesehen werden. Wenn nur diese alte Hexe irgendwie loswerden könnten. Ja, also besonders freundlich sind die ja alle immer nicht. Können wir die untersuchen, die Blumen? Jemand hat frisch gepflückte Blumen in eine Vase gestellt, um diesen düsteren Flur aufzuhellen. Sie sind wie ein Strauß Rosen auf einem lang vergessenen Grab. Maybe one day you will forgive flowers, Mrs. A.
Maybe. Or maybe not. Ja, ach, deswegen mag sie auch keine Blumen. Jetzt versteht man das überhaupt erst. Wir öffnen mal keine Post für sie. Überraschung, Überraschung. Alle anderen Fächer sind abgeschlossen. Ich werde an der Stelle jetzt mal einen Cut machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Als nächstes werde ich mal versuchen, einfach in die andere Wohnung einzubrechen, weil solange die hier unten ist, ist das ja vielleicht gar nicht schlecht. Dann kriegt das auch keiner mit. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles entdecken und ja, herausfinden in Susan Ashworth Haus. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.